Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, im Gespräch mit Martin. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht, also behalte deine Finger bei dir, sonst hack ich sie dir ab. Ja, ist ja gut. Kannst du was verkaufen von dem Zeug? Warte mal, was? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fischer. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Wow. Das war unerwartet. Ich dachte nicht, dass der derjenige ist, mit dem ich reden muss. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter steckt. Ah, Lutero. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden? Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Wie war das nochmal genau? Ja, nee, passt. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Oh, der verkauft mir also tatsächlich was? Mulrat-Fett. Wundheilung, heiliges Licht. Ja, das ist alles nett und schön, aber 25,50. Wie viel habe ich? 25. Ich könnte hier tatsächlich nochmal meinen Wolfszahn ein bisschen aufwerten. Mit einem edlen Kurzschwert. Allerdings habe ich dafür nicht annähernd genug Geld. Degen brauche ich nicht. Kann ich mal verkaufen. Gut, dann... Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an, sonst rufe ich die Wachen, klar? Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird mit den ganzen Rittern hier nebenan. Und mit denen will ich eigentlich auch gar nicht sprechen, sondern... mit dem Fischer hier unten, denn ich habe ja jetzt gerade sein Problem gelöst. Und ihm fehlt hier immer noch sein Kumpel, ne? Jetzt kann ich mal beides auf einmal erledigen. Hey. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Na, schenk mir doch einen wertlosen Stein. Vielen Dank. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und, was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und war seitdem nicht mehr gesehen. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Welche Typen denn? Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist das schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her.
Irgendwie sind alle Leute seit ein paar Tagen nur verschwunden, ne? Das hat nicht allzu lange her angefangen. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Oh ja, schieß los. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo ist das denn? Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Interessant. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Ha! Das glaubst du? Nun, diese Nacht... Oh, ein Feldknütterich. Sehr gut, den brauche ich für Tränke. In dieser Nacht werde ich ihn nicht finden, sondern am nächsten Tag. Und damit es der nächste Tag wird, werde ich mich jetzt hier mal gemütlich hinfläzen. Auf diese Liege. Was bist du für einer? Ein Ritter. Hey, was? Das ist doch nur ein Netz, da kann man doch durch. Meine Güte. Stell dich nicht so an. So, einmal strecken. Ah, ist das schön. Und das Feuer brennt sogar noch. Und wenn ich schon mal hier bin, warum eigentlich nicht? Schaue ich mir das Schiff doch mal ein bisschen an. Ich meine, hey, ich bin in der Hafenstadt. Lass mich mal da drauf. Moment, wo willst du hin? Ich wollte, hier gibt's nichts zu sehen und jetzt gehst du wieder. Was? Ich will auf das Schiff. Niemand darf das Schiff betreten. Ich habe meine Befehle. Ich werde jeden töten, der das Schiff unbefugt betritt. Im Namen Innos, ich werde das Schiff mit meinem Leben verteidigen. Na gut. Dann lege ich mich ja lieber nicht mit dem an. Aber ist schon, ne? Schicker Kotter. Kann man lassen. Würde ich nehmen, so für mich, wenn ich ein Boot bräuchte. Und dann Pirat werden. Oh ja, mit Greg. Hehe. Warum eigentlich nicht? Was treibt denn der hier hinten so ganz alleine, ganz am Ende? Ach, das ist nur ein langweiliger Ritter? Na, hier hätte ich aber jemanden erwartet mit Namen. Ups, mich runterfallen. Da ist ein gekentertes Schiff. Gehört es vielleicht dem Fischerkumpel? Wer weiß. Hui! Oh oh, da sind Gegner. Aber ich wollte mich hier hinten mal umschauen. Ob es hier vielleicht nicht irgendwelche Hinweise gibt. Auf verschwundene Leute, auf die Diebesgilde, auf was auch immer. Oh, ein Feldknöterich. Zum Tränkebrauen immer noch. Und immer noch nützlich und immer noch gerne gesehen bei mir. Eine Muschel. Zwei Muscheln. So, Leute, ich bin da mal weg, ne? Könnt ihr im Wasser kämpfen eigentlich? Nö, können sie nicht. Genauso wenig wie ich. Gut. Varan, komm schon. Lass gut sein. Dummdidum. Oh, ein Fisch. Den will ich. Nein, ich will den Fisch. Egal, den kann ich mir später noch holen. Ich muss erstmal diesen dämlichen Varan loswerden. Ach, da liegen noch ganz viele Fische. Ist er noch hinter mir? Nee, okay. Gut, das war ein kleiner Ausflug. Oh, und da geht's ja auch noch rum. Ich bin gerade so ein bisschen im Forschermodus. Was haben wir hier? Ich suche die Diebesgilde und den verschwundenen Fischer und die anderen verschwundenen Leute. Und den Ring des Wassers, genau. Und überhaupt. Was ist
ist das hier? So viele Kisten. Ein Pfeil. Ein Trank. Ein Erzbrocken. Erz. Erz ist gut. Ich dachte ja vorhin bei dem Fischer, dass der mir Erz gibt. Mit dem blauen Brocken. Blauen Stein. Statt dem Aquamarin. Aber gut. Ich schwimme mal eben von hier wieder zum Hafen. Hey, da geht's ja gar nicht zurück. Kann ich da drüben hin? Sieht so aus, ne? Ah, nee, hier gibt's da nichts mehr. Ich dachte, da wäre noch irgendwie was gewesen bei den Kisten und so. Oder vielleicht um die Ecke. Das ist leider nicht der Fall. Dafür bin ich aber gleich wieder zurück hier beim Fischer. War ja nur ein kurzer Umweg. Und ich bin gespannt, was diese Erzbrocken hier wert sind. Im ersten Teil war ja ein Erzbrocken eine Einheit Geld. Und die Münzen waren überhaupt nichts wert. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Erz hier wert ist. Ob es überhaupt was wert ist oder vielleicht sogar sehr viel. Ich schätze mal sehr viel, weil ja die Erzlieferung aus der Kolonie eben nicht mehr kommt. Und damit dürfte Erz hier relativ selten sein. So, da war doch gerade eine Muschel. Da ist die Muschel. Schauen wir mal. Eine Muschel. Wo ist die Muschel? Wo sind die Muscheln, genauer gesagt? Und warum ist der Hering hier unten? Okay. Eine Perle. Nichts zu holen. Keine Perle. Nichts zu holen. Und keine Perle. Und Aquamarin ist 100 wert. Der Erzbrocken ist 200 wert. Wow. Was war das denn mit dem Fisch? Warum ist der hier unten einsortiert gewesen? War da irgendwas drin? Nö. Oder? Keine Ahnung, was es war. Weiß ich nicht. Yay, Schiff. Liegt hier was? Ja, eine Hornmuschel. Oh. Entschuldigung, keine Klappmuschel, eine Hornmuschel. Nichts zu holen. Oh, schade. Die Muschel war 60 wert. Eine Perle wäre 120 wert gewesen. Aber es gibt wahrscheinlich nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in der Muschel was drin ist. Und ich frage mich, ob es sich lohnt, die Muscheln zu öffnen oder ob es nicht klüger wäre, sie einfach zu verkaufen. Hey. So, hast du jetzt noch was zu sagen, wegen dem Fischer? Nee, ne? Wie war das nochmal genau? Also. Ja, nee, das ist okay. Der Waffenhändler ist irgendwo im oberen Viertel und... Ich könnte mir etwas nie erlauben. Ich glaube, ich habe selber gerade ein bisschen vergessen. Ich schaue mir das nochmal an. Achso, die Banditen belagern die Straßen, genau. Logisch. Von mir erfährt keiner was. So, aber irgendwer meinte ja, dieser Fischhändler, das müsste der hier sein, genau, weiß was über die vermissten Leute. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege, da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch, da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Okay, das Komische ist halt nur, es ist seit langer Zeit kein Schiff mehr hier gewesen, ne? Einige Probleme. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Es war genauso, wie du sagst. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Ich wäre mir da nicht. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Sag ich doch. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Zeig mir deine Fische. Das höre ich zum ersten Mal. Das war doch schon vorher klar. Das hat sich ja voll gelohnt. Irgendwie nicht. Ah, meine Güte. Was mache ich denn jetzt? Ich frag mal nochmal in der Taverne nach. Hey du. Komm mal rüber, Ich hab da was für dich. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen, hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen.
Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Ja. Ich brauche Informationen. Wie sah er denn aus? Komm, sag's mir. Wie sah der Kerl aus? Nun, ziemlich groß, dunkelhäutig und kräftig, aber keine Uniform. Irgendwie bedrohlich. Und sein Gesicht? Sein Gesicht? Als er mich angesehen hat, war ich froh, dass er nicht wegen mir gekommen ist. Es lag etwas Unheimliches in seinen Augen. Naja, ich denke, du solltest ihn aufsuchen. Wird bestimmt interessant. Ja, frag dich nur für wen. Das klingt wie eine Falle. Andererseits würde ich eine Falle der Diebesgilde, die ich hier vermute, weil ich Rengaru habe einsperren lassen, natürlich nicht ausschlagen wollen. Das ist doch schon lange bekannt. Denn nicht zuletzt könnte das ein wichtiger Hinweis sein oder einen wichtigen Hinweis liefern auf die Diebesgilde. Wo habe ich denn da gespeichert? Ich mach's mal so. So. Ich speichere irgendwie nicht jede Folge, aber so ungefähr. Oder fast jede Folge. Hey, den kenne ich doch. Ah, endlich. Oder? Nee. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du denn? Wer bist du? Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Was willst du von mir? Ich bin hier, um dir ein paar Sachen zu erklären. Und danach werde ich dich töten. Au. Wer bezahlt dich dafür? Meine Auftraggeber arbeiten im Verborgenen, genau wie ich. Eine Bedingung meines Vertrages ist, dass ich weder ihren Namen noch ihren Aufenthaltsort nenne. Warum willst du mich töten? Du hast Rengaru an die Stadt verkauft. Er ist zwar nur ein kleiner Dieb, aber du hättest das nicht tun sollen. Meine Auftraggeber sind nicht gerade erfreut darüber. Um zu verhindern, dass du noch einen weiteren Fehler machst, schicken sie mich. Ich kann dir Gold zahlen. Viel Gold. Zwecklos. Deshalb bin ich nicht gekommen. Den einzigen Preis, den du zahlen wirst, ist dein Leben. Und zwar jetzt. Wow! Der haut ja rein. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Bin ich tot? Yep, ich bin tot. Das hat ja wunderbar geklappt. Nicht. Boah. Ich frage mich, wie ich das in dem Zustand schaffen soll. Das heißt, von dem werde ich mich erstmal ein bisschen fernhalten. Den kann ich nämlich gerade nicht besiegen. Ich könnte versuchen, von ihm abzuhauen. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich könnte versuchen, ihn das Ganze vergessen zu lassen, ne? Aber dafür muss er mir erstmal sauer sein. Das wird nicht funktionieren. Ach ja, dann ignoriere ich ihn einfach mal, bis ich stärker bin. Bis ich eine bessere Waffe habe. Eine bessere Rüstung. Ein paar Lebenspunkte mehr. Ah, die war das mit der Innos-Statue. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Hey. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Gut, vielen Dank für eine Fischsuppe. Ja, yeah, die war das mit der Innos-Statue. Das habe ich voll vergessen. Ich wusste, dass es irgendwer war. Das ist der ich wusste nicht, dass es sie war. Egal, hat geklappt. Sehr schön. Wirklich? Das ist ja interessant. Gut, damit bin ich jetzt, glaube ich, hier im Hafen erstmal soweit fertig. Nee, wobei, stimmt ja gar nicht. Ich kann da hinten noch kämpfen. Aber dafür fühle ich mich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schwach. Das kriege ich gerade noch nicht annähernd hin. Und wie werde ich jetzt Novize? Wie war das? Ach so, ja genau. Um Novize zu werden, brauche ich ein Schaf und 1000 Goldstücke. Joa, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich könnte natürlich jetzt mal versuchen, weiter mit den vermissten Leuten zu suchen. Und dann wollte ich natürlich auch noch Valentino mal eins reinhauen.
Eins überziehen, eine reinhauen, wie auch immer. Der dürfte nicht so stark sein, jetzt mit der neuen Waffe und so. Ah, der steht da immer noch unter der Beobachtung von den und anderen. Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner Götter. Gibt's hier was Neues? Nö. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Es gibt einen... Ich guck nochmal den Waffenhändler genauer an. Ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels. Dann schaue ich mich da nochmal um mit dem Amulett angelegt. Und schaue mir die ganzen Leute nochmal an, ob das Amulett vielleicht auf einen von denen fliegt. Genauer gesagt das Irrlicht. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich in der nächsten Folge mich aus der Stadt rausbegeben und Banditen jagen. Genau, das ist der Plan. Was soll schon passieren? Nachdem ich Valentino uns übergezogen habe, natürlich. So viel Spaß muss sein. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn ich dann hoffentlich diesen seltsamen Typen hier oben ausfindig mache, der die Waffen hat. Bis dahin. Tschüss.